bin Undine Hannemann und ich lebe in Müchelln, betreibe hier ein Café und eine Galerie. Und vom Beruf her bin ich freiberufliche Künstlerin. Wir sitzen jetzt hier in dem Galerieraum in Müchelln im Picknick am Wegesrand. Picknick am Wegesrand, der Name kommt von einem Buch, und zwar von den Strugatzky-Brüdern. Und dieses Buch ist die Vorlage für meinen absoluten Lieblingsfilm, und zwar von Tarkowski, Stalker. Und das passte sehr gut hierher, dieser ganze Ort, das war eine einzige Müllkippe. Und in dem Buch geht es halt auch darum, da gibt es eine Zone, in der irgendwie alle Gesetze unserer Welt aufgehoben sind. Also irgendwie, und das gibt ganze Zeit philosophische Diskussionen darüber, was eigentlich dieser Ort ist. Und in diesem Ort gibt es eine goldene Kugel, und diese goldene Kugel, die erfüllt alle Wünsche. Und ja, am Ende kommt halt heraus, das war eigentlich nur ein Picknick von Außerirdischen, die ihren Müll da hinterlassen haben. Und das passte halt sehr gut hierher. Also Müll, Wünsche werden wahr. Und so haben wir dann gedacht, Picknick am Wegesrand, das ist der Ort hier. Die Galerie haben wir 2012 eröffnet, im Sommer 2012. Die Idee zu der Galerie mit Kombination von Café und Galerie, das kam uns in einem Winter, als wir diesen unteren Raum hier fertiggestellt hatten, als unser Wohnzimmer tatsächlich. Und wir haben halt festgestellt, dass es für drei Leute ziemlich dekadent ist, so ein großes Wohnzimmer. Und damals habe ich noch studiert an der Burg. Und ich habe gemeint, wir bräuchten eigentlich nur einen Ort, wo man auch mal ausstellen kann als Student und experimentieren kann, wo es keinen Zwang gibt, wo es keinen Galeristen dahinter gibt, der Prozente nimmt. Und ja, dadurch habe ich dann gedacht, naja, dann stellen erstmal meine Kommilitonen aus und Absolventen. Und dadurch, dass das hier draußen ist, funktioniert das, glaube ich, nicht alleine, so eine Galerie. Und da ich gerne Torte esse, habe ich dann gedacht, naja, kann ich es auch selbst backen. Und ja, seitdem backe ich Torte und Kaffee. Und zum Anfang war es sehr gediegen. Und jetzt ist es mittlerweile schon so ein richtiges Business geworden. Ja. Was lockt die Menschen an? Ja, also ehrlich gesagt, denke ich, es ist die Torte mittlerweile. Also da muss ich ja ganz ehrlich sein. Wenn ich jetzt eine Ausstellung mache, deswegen habe ich die Ausstellung schon auf den Samstag verlegt. Das ist der fürs Café jetzt, für den Tortenverkauf, eher der umsatzschwächere Tag. Weil ich dann denke, dann kommen gezielt auch Leute nur, um die Kunst zu sehen. Und das ist tatsächlich so. Aber Leute kommen dann zur Ausstellungseröffnung, wenn sie gezielt die Kunst angucken wollen. Und ansonsten, ich mittlerweile, zum Anfang war das nicht so. Zum Anfang sind die Leute eher gekommen wegen der Kunst. Und dann hat sich das rumgesprochen, dass das super schmeckt hier. Und seitdem kommen die halt auch wegen der Torte. Kann man ihnen ja nicht verübeln. Und natürlich auch wegen der Lage. Also es ist ja einfach das Ausflugsziel für die Hallenser, ne? Also diese Landschaft hier und ja, dann im Garten sitzen, Idylle. Persönlich zeige ich eigentlich alles, was professionell ist, gerne. Also es muss irgendwie schon so ein gewisses Maß an Niveau haben, ja? Also sowohl technisch als auch inhaltlich. Aber ich bin offen für, ich muss nicht immer das zeigen, was mir nur gefällt, sondern ich zeige auch das, wo ich denke, es könnte durchaus auch interessant sein für andere und im Kontext. Also ich habe unterschiedliche Sachen schon gezeigt und ja, von Malerei, Grafik, Textil, ja, das wechselt dann halt immer. Ja, und ich bin ja auch nicht allein entscheidend. Also wir diskutieren das dann und wenn man sich hier bewirbt mit seinen Bildern, dann und auch Willen zeigt, dann stellen wir das auch aus. Manchmal mache ich auch welche, die nicht professionell sind, einfach nur, weil mir die Idee gefällt, aber die Umsetzung ist vielleicht nicht so perfekt, aber trotzdem können sie ja hier rumexperimentieren. Ja, in die Richtung geht das so. Ich suche oft auch die Leute selbst aus. Also ich gehe, wenn ich jetzt interessante Arbeiten sehe, frage ich. Manchmal sind es auch einfach aus meinem Dunstkreis. Ja. Wenn man studiert hat an der Burg, dann kennt man ja auch recht viele und die fragen dann auch mal, ob sie hier ausstellen können. Manchmal kommen, also es gibt Jahre, da kommen die Leute direkt auf mich zu, da habe ich nur von, also jetzt zum Beispiel die Marion Quist, die hat mich gefragt. Ja, das ist ganz unterschiedlich. Und manchmal, letztes Jahr zum Beispiel, hatte ich nur Leute ausgestellt, die mich gefragt haben. Davor das Jahr habe ich gezielt was zusammengestellt, also und das dann besprochen.
ja, ist ganz unterschiedlich. Die Marion Quiz, die ist eigentlich eine begnadete Musikerin. Letztes Jahr hat sie in der Templerkapelle Konzert gegeben. Und da wir ja immer am Wochenende, wenn diese Konzerte stattfinden, arbeiten, ja, als hier im Café in der Galerie, können wir diese Konzerte nie sehen. Und sie kommt dann immer mit ihrer Band samt Harfe und Geige und Gitarre, kommen sie dann immer hier rüber und spielen nochmal 3-4 Lieder nur für uns. So nach Feierabend, dann sitzen wir hier zu 5. oder 6. und wir kriegen nochmal so ein kleines Konzert. Und ich wusste gar nicht, dass sie auch malt und dass sie auch studiert hat in Leipzig. Und da hat sie mich dann mal angeschrieben, sag mal, Undine, wäre es möglich, dass ich auch mal ausstelle und dass wir das so verbinden mit der Musik? Und ja, meinte ich, na klar, warum nicht? Ja, die Sachen, also ihre Grafiken gefallen mir auch sehr gut. Ja, und so ist es dann entstanden. Es gibt sicherlich immer Grenzen in dem, was man ausstellen kann. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt zum Beispiel diskriminierende Kunst ausstellen würde. Also, aber sowas ist auch mir noch nicht untergekommen. Also wenn jetzt jemand hier Hakenkreuze in großen Plakaten, ich würde das nicht ausstellen. So, das wäre eine Sache, wo ich sagen würde, das geht gar nicht. Ansonsten achte ich definitiv nicht drauf, was dem Besucher gefallen würde, weil das wäre ja... Nee, also ich gucke, dass es halt... dass es in gewissen Rahmen professionell ist. Und was dem Besucher gefällt, das kann ich sowieso nicht sagen. Das ist so unterschiedlich. Ich habe Leute, die können, also in einer Ausstellung gibt es Leute, die wo ich dann mitkriege, dass die damit überhaupt nichts anfangen können. Und welche, die dann total aufgelöst sind, weil ihnen was gefällt und das dann auch kaufen und so. Also da jetzt drauf zu achten, ob man jetzt einen bestimmten Geschmack anspricht oder ob man den Zeitgeist jetzt gerade mitnimmt, das mache ich nicht. Da habe ich keine Lust drauf. Die meisten Leute sind ja einfach opportun, auch in der Kunst jetzt mittlerweile, finde ich jedenfalls. Also ich selbst ja auch, wenn ich male, ich bin jetzt auch nicht der Politische, da muss man schon der Typ auch dafür sein. Ja. Aber ich hätte damit auch kein Problem. Solange es niemanden persönlich verletzt, ist das ja in Ordnung. Ja. Also jetzt als nächstes kommt erstmal ein Projekt in eigener Sache. Ich habe ein Buch gestaltet mit einem Bekannten zusammen und das wollen wir mal präsentieren. Danach gibt es eine Ausstellung von einer Künstlerin aus Dobis, Line Jastram und ihrem Lebensgefährten. Und ja, dann war das ja, ist das ja auch schon im Grunde wieder vorbei. Wir haben ja nur 4 Ausstellungen im Jahr. Und nächstes Jahr bin ich noch völlig im Unklaren, weil ich mich noch nicht drum gekümmert habe. Also da bin ich noch ganz offen für. Ich habe schon ein paar, die sich bewerben und die gucken wollen, dass sie ausstellen. Aber es ist noch nicht genau geplant. Das mache ich meistens im Winter. Also ich glaube, wenn man in Deutschland als Künstler richtig Geld verdienen will, dann muss man woanders hin. Also auch hier ist es so, der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Also du kannst da, du musst irgendwo anders hingehen. Also Richtung Westen, hier Frankfurt, da so Hessen irgendwie, wo sie Kohle haben. Und ansonsten ist Halle, also ich komme ja ursprünglich aus Berlin. Und meine Berliner Künstlerfreunde, also ich komme aus so einem Viertel, wo alle irgendwas mit Kunst machen. Also meine ganze ehemalige Schulklasse, alles sind Schauspieler, Künstler, wir sind so. Und die meisten davon verdienen auch kein Geld mit der Kunst. Und die sind in Berlin, wo man ja denken würde, okay, da ist es ein bisschen Großstadt, da wäre vielleicht mehr los oder so, was das angeht. Aber da ist es auch hart umkämpft. Ja. Es sind einfach wahnsinnig viele Leute, die das machen. Und die meisten halten sich dann halt mit Projekten über Wasser, irgendwie Förderung und so. Also
Bildverkauf, vom Bildverkauf zu leben, ist, glaube ich, sehr schwer und man braucht sehr viel Zeit und muss sich intensiv damit, man muss halt auch sein Eigenmarketing betreiben. Früher, wenn du keinen Galeristen hast, musst du es selbst machen. Wenn du einen Galeristen hast, hast du, ja. Und Halle ist eigentlich gar nicht so übel, finde ich jetzt so, weil es so klein und schnucklig ist und es gibt viele Projekte auch in Eigeninitiative, wo man sich mit einbringen kann. Aber Leipzig ist wahrscheinlich noch ein Ticken besser, wenn man das so... Und hier auf dem Dorf braucht man gar nicht drüber reden. Ich habe das Glück, dass ich ja hier über diesen Ort auch Sachen verkaufe von mir. Aber das muss auch, das wächst halt, man muss halt warten, Geduld haben. Es ist ja immer so, du hast ja immer das Problem, du hast entweder das kaufstarke Klientel, das heißt, da ist Kohle, das heißt, die Miete ist auch teuer. Oder du hast das nicht kaufstarke Klientel und dann ist aber auch, sind auch die Mietpreise und dann ist das ganze Umfeld halt auch günstiger. Ich glaube, Kunst ist überall schwer. Ich habe im Freundeskreis ein paar, die erfolgreich damit auch Geld verdienen. Aber die machen dann halt auch nichts anderes mehr. Ich glaube, es ist auch egal, wo man etwas macht. Solange man sich aktiv und in seine Umgebung einbringt, wirst du immer überall glücklich sein können. Und Müchen ist einfach ein Ort, das ist absolut, also Dobis vielleicht auch so ein bisschen, aber ich glaube, Müchen hat noch eine ganz andere Sogwirkung auf Leute. Also hier gibt es halt nichts mehr zu kaufen, sonst würden hier schon wesentlich mehr Künstler leben. Weil wir haben jetzt seit 4 Wochen wieder auf und ich kriege jeden Tag, also jeden Wochenendtag kriege ich mindestens 2, 3 Anfragen, ob hier noch was zu kaufen gibt. Die Leute wollen gerne nach Müchen ziehen. Aber es ist halt, das gibt ja immer so eine Sogwirkung, ne? Einer kommt her, also ich bin durch Zufall hier gelandet, ich habe mich halt verliebt, dann war ich sofort schwanger und so bin ich dann hier gelandet. Und dann ist es natürlich so, wenn du dann ein Projekt anfängst und das Projekt läuft und es läuft gut, dann zieht es nach sich, dann fangen dort auch noch einige an, ein Projekt vielleicht zu starten und dann überlegt man sich das so. Und das ist das, was wir erhoffen. Also wir hoffen einfach, dass wir mit dem, was wir tun, andere mitreißen und dass die dann auch etwas machen. Und je mehr das es hier draußen gibt, umso besser. Ja? Also es kann es nicht genug geben.